Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, geilen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt gut geschlafen. Ich habe gar nicht mal so gut geschlafen, aber ich muss sagen, ich habe trotzdem gute Motivation. Das ist immer was sehr, sehr Wichtiges. Ja, die eigene Motivation, die man sich einredet. Vor allem haben wir heute hier den neuen Champion Sylas, Sylas, Sylosium, wie auch immer man ihn nennen möchte. Es ist übrigens kein Blood Moon Skin, auch wenn es ehrlich gesagt so ein bisschen aussieht. Gerade diese großen Kugeln sind doch immer so Blood Moon mäßig. Es ist Luna Revel. Neue Champs sind immer cool. Hat mich auch übel überrascht, dieser Champion. Ja, wir werden mal gucken, was wir machen. Ich habe ihn in den Jungle gepackt, denn ich denke, da gehört er einfach hin. Ne? Gerade wegen seiner Passive. Wir haben Electrocute, habe ich mitgenommen, und so ein bisschen Böllerei. Wir werden Full Damage gehen und die Gegner aus dem Leben böllern. Ist meine erste Runde. Wir fangen an mit der Q. Frage ist, ob wir als zweites die W nehmen oder die E. Und die Frage ist, ob unsere Q mehr Damage macht. Unsere Passive. Around him dealing. So, ein Auto-Attack macht 15. Okay, der macht auch so 70, wenn ich das richtig gesehen habe. I don't know. Ja, ich habe hier auch ein Chroma. Das heißt, das hier ist nicht der normale Skin, sondern eine Chroma-Version. Passt ein bisschen zur Map. Zack. Zack, zack, zack. Wir kriegen auf jeden Fall ordentlich auf den Sack, muss man sagen. Aber ist ganz okay soweit. Na? Also es tut schon weh. Man kann ihn wahrscheinlich auch auf der Top spielen. Ich glaube, wir nehmen mal als zweites die W. Damit können wir uns ein bisschen heilen. Zack. Also potenziell. Oder ist das nur gegen Champs? Ich weiß es gar nicht. Enemy Champs. Damaging Enemy Champs. Okay. Damage Enemy Champs. Na gut. Na gut. So, hauen wir dem nochmal drauf. 100. Das ist ganz nett. Gehen wir mal zum Red Buff. Ich hoffe, der ist da. Neue Champs ist immer cool. Da freut man sich. Ich finde, das gibt immer ein... Ja, viel Spaß, viel Freude ans Spiel, muss ich persönlich auch bei mir vor allem sagen. Frage ist natürlich nur, also man kann ihn wahrscheinlich auch auf der Toplane spielen. Ich krieg übel viel Damage, muss man ebenfalls sagen, also übel viel Damage. Also ich hätte das Schild vielleicht als zweites nehmen können, aber ich weiß nicht mal, ob ich den schaffe, Boys. Den schaffe ich nicht. Also das macht mich jetzt doch ein bisschen, vielleicht hätte ich das Schild nehmen sollen. Den schaffe ich nicht, der killt mich, du. Das jetzt, also man hätte das Schild nehmen können, gebe ich zu. Ich dachte, das Ding hier heilt mich, aber es heilt mich. Es heilt mich nur, wenn ich an gegnerischen Champions Schaden mache, wenn ich das richtig sehe. War natürlich jetzt nicht so geil. Dann gehen wir mal schnell. Wir könnten einfach mal den Pot hier kaufen. Machen wir auch mal. Ja, der Pot für Arme. Ja, es wird schon irgendwie funktionieren, Leute, ne? Ansonsten, ja, viele, also haben, ich habe ja ein Video drüber gemacht, viele haben schon gesagt, ja, der Champion wird OP sein, der Champion wird mit den Ults komisch funktionieren. Haben wir hier einen Champion mit einer komischen Ult? Eigentlich nicht, also die Tahm-Kench-Ult wäre mal interessant, die könnte man sich vielleicht klauen, aber ja, muss man mal sehen, wie das Ganze wird. Ich glaube, ich kann es mir vorstellen, wenn ich die Nidalee Ultimate klaue, dass es so sein wird, dass ich einfach mich in eine Katze verwandle. Und dann springen kann und die Katzenattacken machen kann, so lange, bis ich mich zurückverwandle. Ich glaube, so würde ich es mir zumindest vorstellen. Midlane ist gestorben, das ist sehr, sehr gut. Also, ja, ein bisschen Schadensfreude muss sein. Wir können nämlich jetzt dann kurz ein bisschen XP-Farm gehen. Das ist definitiv nicht verkehrt. Den zweiten wir. Zack. Ja, dann gönnen wir uns hier ein bisschen, kommen ein bisschen wieder rein ins Game. Jetzt ist nämlich schon Level 4, wir sind gerade mal Level 2. Na, ein bisschen XP tut immer gut. Zack. Also klar ist der Champion, einige haben so gesagt, er ist jetzt halt nicht eine komplette Neuerfindung oder sowas, klar. Er ist jetzt nicht, ich meine, man kann das Rad nicht immer neu erfinden, ne, Leute, das muss man berücksichtigen. So, wir haben ein bisschen XP genommen. Frage ist, hat Graves schon beide Taunties eingesammelt? Das weiß man nicht. Botlane ist auch Action. Xin Zhao Support, man kennt's. Hier ist Taunty, sehr gut. Jetzt können wir den nämlich auch einfach anketten. Zack. Ich hoffe, dass Xin Zhao den mir jetzt hier nicht nimmt. Sieht aber gut aus. So, ich wäre da, Leute. Habt ihr Bock? Ich bin da. Perfekt. Perfekt, perfekt. Dash into Miss. Aber die Ketten sind da. Auf wen gehen wir? Ich würde sagen, wir gehen... Ja, oder vielleicht gehen wir auf den hier. Oh Gott. Oh Gott. Dash into Kette, into Q, into Auto-Attack, into erstmal raus. Uff. Also hätte ich... Oh Gott. Was hat mich gekillt? Ein Auto-Attack von einem Minion? Lux ist auch noch da, aber... Ja, ich weiß, ich habe das Gefühl, der kriegt jetzt ein... Ja, ich habe das Gefühl, das wird irgendwie nichts, oder? So, wir kaufen uns mal die rote Machete, nehme ich mal an, oder? Machen wir, sehr gut. Auf geht's. Also ja, ich habe die Kette verfehlt, muss aber auch erstmal lernen, ne? Also, geht schon relativ weit tatsächlich, aber... Ja, wir können mal gucken, wie sieht's oben aus. Tahm-Kench ist halt super nervig und eklig. Ist übrigens der neue Tahm-Skin hier.
Coin Emperor. Not bad. So, dann gönnen wir uns mal eben das Camp hier. Springen hier hin, zack. Man kann übrigens auch zweimal die Instanz abprocken, ne? Ihr könnt E, Auto-Attack, Q, Auto-Attack. Na, für den AOE-Damage. Das ist nicht verkehrt. Zack, jetzt dashen wir nochmal. Machen so. Machen so. So, können wir hier irgendwie die Dinger mal haben? So, wir gehen jetzt mal Top-Lane. Frage wäre natürlich auch, ob man mit dem Dash über die Wand kommt und so ähnliche Geschichten. So, let's go, Boys. Erst, wir werden gleich Level 5, das ist ein bisschen schwierig. Mir fehlt ein Minion, aber der stirbt jetzt, sehr gut. So, wir machen so, wir machen so, wir machen einfach alles. Einfach alles drauf, jetzt gönnen wir uns ein bisschen Plates. Die Frage ist halt echt, wenn ich gleich die Tam Kench Ultimate klaue, ob ich dann die Dings, zum Beispiel Irelia, mit auffressen könnte und wie das aussehen sollte. Ob die einfach in mich reinspringen kann? Wäre auf jeden Fall interesting, I guess. So, ein Plate gönnen wir noch, würde ich sagen. Na, das können wir noch mitnehmen. Ja, es wird. Das sollte gerade so passen. Yes. Yes. So, dann gehen wir mal gucken. Vielleicht können wir noch so einen Taunty nehmen. Beziehungsweise nicht Taunty, so einen, genau den Boy. Also es spielt sich erstmal relativ smooth, muss ich sagen. Ich glaube, es ist auch so ein typischer Top-Lane. Also du kannst halt, abgesehen von der Kette, also der E, relativ wenig falsch machen an diesem Champion. Also du kannst halt die Kette verfehlen, okay. Und es kommt drauf an, welche Ultimate du eben klaust, aber du hast jetzt nicht so dieses Missplay-Potenzial wie so ein Midlaner. Bei so einer Syndra oder einem Six kannst du halt komplett alles verkacken. Und Top-Laner, ich will jetzt nicht Top-Laner blamen, aber sind meistens relativ brand-safe, ne, also... Ja, so ein Maokai, du kannst halt zum Beispiel auch nichts dran verkacken, ne? Ist halt irgendwie typisch Top-Laner. Wobei, es kommt drauf an, ne? Fiora ist auch schon wieder was anderes, ne? So. Also, und ich weiß ja nicht mal, ob der Top-Lane viable ist. Ich denke schon, ne? So. Wir haben unsere Ultimate. Hat einen Cooldown von 70 Sekunden. Ist also sau wenig. Hijacking an enemy places a cooldown on them for 200%. Okay. Silas converts non-hybrid AD ratios into AP ratios, granting him. Oh, scheiße. Fuck. Oh, fuck. Leute, ja. Ja, scheiße. Ich habe AD gekauft und der hat nur AP. Das ist ein AP-Champ, Leute. Uff. Uff. Okay, das ist jetzt. Uff. Ja, das heißt, wir müssen gleich doch nochmal shoppen. Ach, fuck das, Alter. Aber ist okay. Kriegen wir hin. Na, jetzt machen wir. Das ist alles Plan. Weil jetzt haben wir ein bisschen besseres Jungle Clear mit den Auto-Tags. Ne? Scaled die Passive auch mit. Die, guck mal, die scaled sogar mit. Ja, gut, das sind halt die Auto-Tags, ne? Na gut. Ja, können wir irgendwas machen? Welche Ultimate klaue ich mir? Welche ist geil? Jin, ja, Yasuo-Ult. Einige haben geschrieben, was passiert, wenn ich Yasuo-Ult nehme. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, ist sie eher auch ein Knock-Up, so ein Dezenter. Graves-Ult wäre auch gut. Die klauen wir uns jetzt, Leute. Graves-Ult, let's go. Da sehe ich mich. Komme ich hier drüber mit dem Dash? Yes. Ultimate geklaut. Kette benutzt. Kette hat leider nicht gereicht. Wo ist der Ball? Da ist er. W. Auto-Tag. Into. Wir können nochmal so machen und so machen und. Deine Mama. So. Guck mal, 60 Sekunden Cooldown ist voll gut. Ist also übel wenig. Die Frage ist. Also, da steht zwar, dass irgendwas umkonvertiert wird. Aber die Frage ist, ob ich jetzt halt die. War die Ult jetzt schwächer? War sie stärker? Also, es kommt halt auf meine Stats an. Aber. Na, wir gehen mal ganz schnell AP kaufen, bevor ich mich hier weiter blamier. Ja, guck mal, das passt sogar. Haben wir das Jungle-Item fertig, ne? Nicht schlecht. Ist ja so AFK. Uff, der ist AFK. Ja, RIP. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Deswegen ist auch Graves oft in der Mitte. Wie sieht's hier unten aus? Ja, eigentlich ganz gut. Also ich kann jetzt, wenn ich das richtig sehe, nicht nochmal Graves klauen für eine Zeit. Aber 60 Sekunden ist halt übel wenig, ne? Also wirklich wenig. Also spielt sich wirklich super angenehm, muss ich sagen, so. Mit den Resets und so. Also was halt Resets nicht, mit so, mit der Passive. Fühlt sich zumindest cool an. So, ich bin Top-Lane, ich bin unterwegs. Ich kann auch was klauen. Was sollte ich mir klauen? Auf jeden Fall Graves. Ach, Graves kann ich nicht. Seht ihr, Graves hat noch so eine Markierung um sich. Aber das macht mir gar nichts, Bro. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Tam Kench ist auch noch gestorben. So, was gehen wir als zweites? Damage wird erhöht, Healing wird erhöht. Alter, 100 Healing, das ist übel viel. Also wirklich übel viel.
Damage wird erhöht, Healing wird erhöht, Cooldown wird reduziert. Damage und Shield Amount. Also gerade wegen Cooldown hier ist die W wahrscheinlich wichtiger. Ich hätte gesagt, die E ist wegen der Mobility wichtiger, aber da wird ja kein Cooldown verringert. Deswegen scheißen wir da drauf, Leute, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir beim Blue ein bisschen abfacken können. Da da di dabm dai dabm di dabm dai. Yep. Aber ich finde das cool, dass es ein AP-Champ ist. Finde ich richtig gut. Weil, ich glaube mir jetzt die Thumb-Cancel, Leute. Wir machen das jetzt. Weil, also so ein Nahkampf-AP-Champ gibt es halt nicht so viele, ne? Also so Diana gibt's und Rumble gibt's. Wie weit geht das? So, jetzt. Jetzt gehen wir, Leute, hier. Jetzt, Nee, dafür bezahlst du jetzt, Bro. Dafür wirst du sowas von bezahlen, Bro. Das geht gar nicht. Aber guck mal, da, wir haben die Ult sogar noch. Wir haben sie noch. Ja, hier, komm hier. Send help. Ich hab Tam Kench Ult. Ja, okay, dann machen wir es so. Uff. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Zack. Later, Bitch. Ist schon relativ brand safe, Leute. Kann man sagen. Es geht schon gut ab. Gefällt mir. Macht Spaß. Frage ist, ob ich im Jungle Key einfach early komplett versagt habe oder ob der einfach doch ein bisschen schwieriger ist. Also, ich hätte die E wahrscheinlich nehmen sollen. Yes, aber... Ansonsten... Na, war schon ein bisschen... Also, die E ist halt auch echt cool mit dem Randketten. Böllert ordentlich rein. So, Ultimate. Wir gehen beim Choppen, würde ich sagen. Top Lane. Ja, das sieht gut aus. So, dann würde ich jetzt Magic... Die Frage ist ja jetzt, was für Items wären gut auf diesem Champion? Man könnte... Also, ah, vor allem AP, ne? Wäre es AD, wäre es halt das Typische, ne? Aber AP, also zum Beispiel Black Cleaver und so das ganze Krempelzeugs, ne? Aber AP, also Protobelt vielleicht? Lich Bane ist wahrscheinlich sehr stark. Frage ist wirklich, ob du Full AP gehst oder eher so ein Hybrid-AP-Bild. Ich denke mal, Full AP wird nicht so die beste Wahl sein, weil du halt ein Nahkämpfer bist. Also man kann Stomp-weise machen, so ähnlich wie Vi Full AD mit Trinity. Aber, also nicht, dass man Trinity baut, aber es gibt ja diesen Trinity-Build auf Vi, der ist ja auch Full Damage. Aber, ne? So, zack. So, können wir irgendwo was klauen? Was können wir klauen? Ist halt scheiße, dass der jetzt so nicht da ist. Die Ult hätte ich nämlich sehr gerne gehabt. So, die Djinn-Ult können wir klauen. Ist jetzt nicht ganz so geil, aber... Zap! Was? Na gut. Na gut, wir haben die Ult, Leute. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss, läuft der Cooldown schon von dem Spell runter? Ich glaube nicht. Das wäre OP. Dann könnte ich nämlich ulten und direkt die nächste Ult gleich machen. Aber ich sehe mich hier, Leute. Du, guck das an, das sieht ja voll... herrlich, Alter. Herrlich. Finde ich gut. Herrlich. Das gefällt mir. Ja, ich habe nichts mehr. Okay, passt. Okay, ich lebe. Ich lebe. Zack, einmal drehen, einmal drehen, einmal schlagen. Zack, sehr gut. Okay, das jetzt, komm ich hier? Wir machen einfach so. Uff, ich lebe. Sehr gut. Sehr gut. Ich würde mich sogar, ich glaube, ich würde gerne meinen Heal mal sehen. Komm her, Boy. Heal, Heal. Und Heal. Yo! 400. 400. Ohne, dass ich wirklich broken fett bin oder so. Ich meine, ich stehe 6-1, aber so viel AP habe ich jetzt nicht im Inventar. 4 fucking 100 hier. Uff. Increase to 300. Plus 115. Eieiei. Eieiei. Da bin ich dabei. Ich bin dabei. Und hier. 200. Zack. Also der Heal ist komplett saftig. Holy shit. Der ist komplett GG, der hier. Leider. Ich meine, ist gut. Leider nicht auf Minions. Das wäre auch wirklich broken.
Ich würde mich heilen gleich. Passt auf, ich mache den Heiler. Ja, der Heal ist da. Jetzt muss ich allerdings kurz... Ah, okay, ich hab's verkackt, Leute. Ich hab meinen Spell verkackt kurz. Meine E habe ich gleich nicht getroffen, ne? Sonst hätte ich ihn gehabt. Aber nun gut. Ich war ja auch ein bisschen nicht mehr shoppen. Ich glaube, jetzt, wenn man so fett ist, kann man halt echt einen Lichman hinterher setzen. Aber... Ja, ich weiß nicht, man sollte... Ich glaube, Off-Tank... Was könnte man denn Off-Tank bauen? Du könntest halt einen Sonias kaufen. Man hätte so Möglichkeiten mit Rylais, Leanders, vielleicht Rod, aber Rod vielleicht Morellos. Also schwierig. Klar, du kannst voll AP gehen und ich werde immer... Ist das ein Midlaner? Meint ihr, man kann ihn in der Mitte spielen? Ich meine, es ist ein AP-Champ. Man könnte mit der Q farmen. Man könnte mit der E sehr, sehr gut engagen. Die W... Und man hat Spells, also ich glaube nicht, dass es gut klappt. Es kommt übel auch auf den Gegner drauf an. Aber ich glaube, ich sehe mich Midlane, Leute. Ich meine, ich bin ja Midlaner. Warum nicht? Ich würde es auf jeden Fall versuchen und tryen. Ich habe leider nicht vorher dran gedacht. Sonst würde ich mich da sehen, I guess. Aber er hat auch viel Potenzial einfach im Jungle durch diese Ketten und Zeugskrempel. Deswegen denke ich, dass er schon in den Jungle gehört. Aber, ne? Ich wäre nicht Tobi, wenn ich das nicht in der Mitte testen würde, Leute. Hier wird echt kein... Ne, RIP. Healing, 200, Alter. Uff. Wird halt noch krasser, der Heal. Der wird immer heftiger. Guckt euch das an. 600. 600. Bei 1400 AP. Ja, moin. Ja. Jetzt müssen wir noch hier weg. Ein bisschen. Ja, willst du wirklich mit mir fighten, Bro? Wirklich jetzt? Ah, das war besser, dass es nicht getroffen hat. Das, was du kannst, kann ich auch. Feuer! Peng! Ja. Ist schon, also ich find's echt lustig, würde ich sagen. Es macht schon Spaß. Klar, wir müssen fair sein. Jetzt so ist nicht da. Sind wir ehrlich. Aber mir macht's auf jeden Fall Bock. Und das ist ja schon mal wichtig. Und ich denke, man hat ungefähr schon gesehen, was der Champ kann, oder Leute? Also klar, es war jetzt kein faires Game. Ich sag nicht, wow. Also ich könnte jetzt sagen, oh mein Gott, Broken Champ, neue Meta, unglaublich heftig und was weiß ich, ne? Das könnte ich jetzt alles sagen. Wäre natürlich völliger Quatsch, aber andere würden das auch sagen. Ne, aber... Ich frag mich, warum die nicht geremaked haben. Ich würde mal gerne... Ich glaube mal, die Ult von ihm. Der hier! Ah, wo ist man hier? Habe ich geheilt? Habe ich, glaube ich. Au, okay. Das war too much. So, wir gucken jetzt mal, wie das Scaling hier ist. Wir haben... 400 plus 174. Wir gehen jetzt einfach straight auf Rabadons. Ne? Und jetzt haben wir plus 222. Also wie viel AP haben wir insgesamt? 278. Das scaled schon ziemlich heftig. Wie sehen denn die Scalings allgemein aus? Q-Damage plus 167 und nochmal plus 167 ist komplett insane, der Q-Damage. Wenn beide treffen, ist der insane. Das sind über 100%. Das sind über so 130% irgendwie grob. W... Was ist denn das alles hier? Damage? Achso, der wird erhöht. Der W-Damage ist okay. W-Damage ist okay. Und wenn der Gegner low ist, ist er sogar sehr gut. Dann ist er so bei 70%. Außerdem ist der Spell ja noch ein Heal, der komplett insane ist. Dann haben wir noch den E-Damage. Beziehungsweise das E-Shield. Das Shield ist ziemlich stark. Sehr stark. Es geht fast auch zu 100%. Allerdings ist der E-Damage unglaublich schlecht. Der ist unglaublich scheiße. Das finde ich aber cool. Finde ich actually sehr cool, dass der nicht so stark ist. Aber, ja. Wobei, der ist Level 1 noch, der Spell. Aber der hat halt auch ein Kack-Scaling. 61, also. Wir nehmen mal seine Ult. Ach, kann ich noch nicht. Lol, die sind alle auf Cooldown, Leute. Guck mal, da lernen wir wieder was. Da haben wir wieder was gelernt. Alle auf Cooldown. Aber jetzt kann ich sie gleich klauen. Komm schon, her damit. Alter, der killt mich. Oh. Ich heile mich, Leute. Ich mach das. Heilung. Gib mir eine Heilung. Ah, RIP. Na gut. Naja, aber da haben wir mal was gesehen. Du kannst jetzt auch nicht permanent durch die Gegend rennen und alles klauen, weil es einfach auf Cooldown ist, RIP. Wobei natürlich jetzt weniger Gegner da sind, ne? Tam Kench ist, glaube ich, AFK. Graves hat, glaube ich, auch keinen Bock mehr auf sein Leben. Von daher, ne? Autsch. Ich würde sagen, gucken wir mal, dass wir den Laden hier beenden. Ne? So, der Damage wird hier auch unglaublich schlecht höher. Also der ist super bad. Super bad, Leute.
Very Superbad. Farm, ich will mich heilen. Und Heilung. Wow! Habt ihr die Heilung gesehen? Einfach Full Life. Ja, mit deiner Ult. Danke. Ja, du Pisser. Friss deine eigene Ult. Ja, okay, dann nicht. Verdammt. Na gut. Alter, der Heal. Completely insane broken. Ja, komm, mach noch ein bisschen Damage. Und jetzt Heilungssprung. Uhu. Uhu. Au, 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 au. Au, 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 au. Ich will mich sehen, aber... Wie viel Cooler hat die Q jetzt eigentlich? 4 Sekunden. Sau wenig. Aber wir haben noch nicht mal so viel CDR. Und Heilung. Bam. Ja, Leute, 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 Leute. Au. Au. Ja, da sehe ich mich, da sehe ich mich, da sehe ich mich, da sehe ich mich. Zack. Nice. Also die Ult hat Cooldown jetzt 34 Sekunden. Also wir können ständig alles Mögliche klauen. Ist schon ziemlich krass, muss man sagen. Klar war jetzt nicht die allergeilste Runde, aber ich denke, zum Showcasen war es okay, oder Leute? Denke ich mal. Gehe ich mal von aus. War in Ordnung. Ne? Hat man schon einiges gesehen vom Champ. Ja, ist nicht verkehrt. Ein schöner Champion macht auf jeden Fall ordentlich Bock. Ne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut mir doch gerne eure Kommentare in den Chat. Beziehungsweise in die Kommentare. Ja, what the hell. Und ich wünsche euch dann einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Later.